7 psychologische Fakten, die fast niemand kennt. Und da dachte ich, okay, dann gucken wir mal, ob wir die wirklich nicht kennen oder ob das hier einfach Common Sense ist. Let's go. Hallo Leute, die Psychologie ist eine äußerst interessante Wissenschaft. Wahrscheinlich siehst du das genauso, sonst wärst du vermutlich gar nicht hier. Die Aufgabe der Psychologie liegt darin, das menschliche Verhalten mit all seinen Bestandteilen zu erklären. Vielleicht hast du ja schon mal von bekannten Phänomenen wie dem Jojo-Effekt oder dem berühmten Placebo-Effekt gehört. Beides sind sogenannte Psychoeffekte, von denen es noch eine ganze Reihe weiterer interessanter Phänomene gibt. Also ich habe nicht ein Wort zugehört, aber ich fand die Musik richtig nice. Irgendwie redet der echt langsam, oder? Und wir von Psychowelt stellen euch heute nicht nur irgendwelche dieser psychologischen Fakten vor, sondern die 7 verrücktesten Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte. Los geht's! Okay, let's go! Digga, sie haben echt coole Mucke. Es ist mega einschläfernd, wie er redet, aber die Mucke ist nice. Nummer 1. Musik verändert deine Wahrnehmung. Eins in den Chat, wer das wusste, dass Musik deine Wahrnehmung verändert. Und wenn du traurig bist oder hörst du traurige Musik, macht dich das noch trauriger. Eins in den Chat, wer das einfach wusste. Ich mache jetzt nämlich auch einen Channel auf Psychowelt 2. Die richtige Psychowelt. Die Psychowelt eines Psychos. Den Channel mache ich nämlich auf. Es ist so, dass die Musik, die du hörst, einen großen Einfluss darauf hat, wie du die Welt um dich herum wahrnimmst. Erzählt er jetzt 2 Minuten lang, dass Musik einen Einfluss auf unser Gemüt hat? Hä? Wir alle wissen ja bereits, dass Musik unsere Stimmung verändern kann. Während fröhliche Musik dich richtig gut fühlen lässt, kann dich sentimentale Musik sogar traurig machen. Aber das ist noch nicht alles. Darauf habe ich jetzt gewartet. In einer Studie aus dem Jahre 2011 wurde untersucht, ob Musik die Wahrnehmung deiner Umwelt auf irgendeine Art und Weise beeinflussen kann. Nicht nur emotional, sondern Dinge sehen größer aus oder kleiner, Dinge sehen weiter weg aus oder näher dran. Das wusste ich nicht. Und tatsächlich hat sie noch viel mehr Einfluss als vorher angenommen. Denn wenn du etwas hörst, dann stellst du es dir meistens fast schon automatisch bildlich vor. Du siehst es also sozusagen vor deinen Augen, auch wenn du es nur hörst. Denn die Musik erzeugt eine sogenannte Wahrnehmungserwartung. Sie alleine ist der Grund dafür, dass Musik dich zum Beispiel beim Training extrem motivieren kann oder dir nach einem Beziehungsende hilft, besser mit der Situation klarzukommen. Okay, also es ist doch nicht interessant, sondern es ist so. Übrigens, es ist nicht nur so, dass traurige Musik dich traurig macht und das Trauergefühl verstärkt, sondern du stellst dir das Traurige auch noch vor. Wusste fast niemand. Nummer 2. Fremdsprache. Das war's echt. Und die Timeline ist nicht mal richtig. Steht immer noch, Musik verändert deine Wahrnehmung. Also die haben nicht mal die Timeline. Okay. Logik. Wir alle sprechen zumindest eine Fremdsprache. Die einen fließend, die anderen eher weniger. Yes, my English is a yellow from the egg. That's right. Aber was bedeutet jetzt Fremdsprachenlogik? Lass es mich am besten so erklären. Du hast bestimmt schon des Öfteren mal Entscheidungen in deinem Leben getroffen, die du im Nachhinein wieder bitterböse bereut hast. Noch nicht, auch nicht mal eine einzige. Aber es gibt einen Weg, viel rationaler zu denken und reflektierte und somit bessere Entscheidungen zu treffen. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach in einer anderen Sprache zu denken. Klingt jetzt vielleicht etwas schwierig und ist es auch, zumindest anfangs. Aber mit etwas Übung und Routine passiert es irgendwann mal von ganz alleine. Eine Studie aus Chicago hat gezeigt, dass Menschen in einer anderen Sprache nicht nur logischer denken können, sondern auch Argumente somit besser abwägen. Okay, gut, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich dachte, okay, wenn du eine Entscheidung bereust, dann denk einfach in Englisch. Oh Mann, ich bereue das so sehr, dass ich den Donut gegessen habe und nicht die Pizza. Ah, I ate a donut instead of a pizza. Oh, now everything's fine. So hatte ich es verstanden. So meint er das. Also bevor man entscheidet, soll man logisch Pro- und Kontra-Argumente abwägen und zwar in der Fremdsprache, damit man wirklich logisch denkt, weil man sich dann mehr auf die Worte konzentriert und weniger auf die Gefühle, die man damit verbindet. Das ergibt Sinn, das verstehe ich. Ich hatte tatsächlich bei dem Punkt Fremdsprachenlogik hatte ich was ganz anderes im Sinn. Ich dachte, es geht jetzt um solche Dinge wie beispielsweise, in einigen Sprachen haben Wörter einzelne Genus und in anderen Sprachen nicht. Beispielsweise, ein Beispiel hatte ich gesehen letztens in einem Video, da hatte das eine in einem TED-Talk erzählt. Im Deutschen heißt es zum Beispiel die Brücke. Brücke ist weiblich in der deutschen Sprache. Während auf Spanisch
Arsch die Brücke männlich ist, also maskulin. Anscheinend hat irgendeine Studie ergeben, dass wenn du Leute im deutschen Sprachraum fragst nach Adjektiven, die eine Brücke beschreiben, dann sind es oft solche Dinge wie elegant oder schön oder so typisch weibliche Wörter dafür. Und im Spanischen ist die Brücke stark, sie hält viel Gewicht, sind so typisch männliche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Deutscher, wenn du ihn fragst, ey, beschreib meine Brücke, oh, Brücken sind so elegant und wunderschön. Hä? Wenn du in Deutschland an eine Brücke denkst, dann denkst du ja, wegen Baustelle nur eine Spur befahrbar und ultra stressig. Daran denkst du in Deutschland. Aber keine Ahnung. Aber anscheinend hat das irgendeine Studie ergeben. Hat jetzt mit sowas gerechnet. Und das ist auch ziemlich einfach erklärt. Der Mensch trifft seine Entscheidungen nämlich meistens bilateral. Das bedeutet, es gibt sowas wie eine logische und systematische Stimme auf der einen Seite und eine emotionale Stimme auf der anderen Seite. Wenn du in deiner Muttersprache denkst, dann wird die emotionale Seite mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit überwiegen. Wenn du aber in einer Sprache denkst, mit der du weniger vertraut bist, dann überwiegt die rationale Seite und du wirst Situationen viel bedachter handeln können. Nummer 3. Ergibt Sinn. Dunning-Kruger-Effekt. Ah ja, dass dumme Menschen gar nicht merken, wie dumm sie eigentlich sind und glauben, sie wären die Schlauesten und sind am lautesten. Ja, genau. 1999 haben zwei so... Warte, die Kurve sieht so aus. Warte, von euch aus so... Und dann ganz langsam steigt es an. Unheimlich. Aber ihr werdet die auch gleich verstehen, die Kurve. Sozialpsychologen etwas über intelligente Menschen herausgefunden. Und auch wenn es paradox klingt, oft halten sich die klügsten Köpfe überhaupt nicht für intelligent. Nicht selten schätzen sie sich sogar unterdurchschnittlich ein. Auf der anderen Seite wurden Menschen beobachtet, die eher weniger smart sind und einen verhältnismäßig niedrigeren IQ haben. Diese Menschen haben sich nicht selten überdurchschnittlich intelligent eingeschätzt. Ist das nicht kurios? Auch Matti hat ein Video auf seinem Zweitkanal mit dem Titel Ich glaube, ich bin ein Genie. Aber woran könnte das liegen? Diese Frage beantwortet der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Ein Beispiel. Stell dir vor, du fängst an, etwas Neues zu lernen. Nehmen wir an, du probierst dich zum ersten Mal in Photoshop aus. Du öffnest also das Programm und testest ein paar erste Funktionen, zeichnest eine Linie und erstellst eine simple Form. Wenn du dann nach einigen Stunden dein erstes Design erstellt hast, dann könnte es sein, dass du das Gefühl hast, du bist wirklich Weltklasse und es würde dir einfach liegen. Boah, Digga, Leute, gucken wir irgendwie auf 1,5, ja, ne? Ich kann nicht. Das ist zu langsam. Es würde jetzt so für mich privat gehen, aber wenn ich weiß, ich bin hier im Stream und es gucken gerade 134 Leute zu und alle schlafen gerade einfach ein, nee, das geht so nicht. Ausführlich mit allen Funktionen auseinanderzusetzen, wirst du sehen, was es alles noch zu lernen gibt und wie viel du eigentlich noch nicht darüber weißt. Und das ist auch in allen anderen Bereichen so, also immer, wenn du etwas Neues lernst. Sobald du dich intensiver mit der Materie beschäftigst, wirst du feststellen, dass du noch gar nicht so gut darin bist, wie du anfangs vielleicht dachtest. Aber auch richtig, Philuk, auch der Dunning-Kruger-Effekt, habe ich das Gefühl, ist auch eigentlich eher bekannt, ne? Ich glaube, da haben auch die meisten schon gehört von. Du wirst die Erkenntnis bekommen, dass du noch einen langen Weg vor dir hast, um dich als Profi zu sehen. Krass, auf 1,25 redet er genauso schnell, wie ich normal sprechen würde. Und das ist auch der Grund, wieso sich Menschen mit einem nicht so hohen IQ oftmals überschätzen. Sie verstehen nicht, wie wenig sie eigentlich erst wissen und fühlen sich schnell sehr selbstsicher. Ja, aber das Video hat es ja jetzt auch nicht ganz korrekt wiedergegeben. Das ist nur so die halbe Wahrheit. Du bist hier, also auf der X-Achse ist dein Wissensstand, ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Auf der Y-Achse ist dein Selbstvertrauen, deine Selbsteinschätzung, für wie schlau hältst du dich. Und ihr seht, die Kurve fängt ganz niedrig an. Wenn du richtig unwissend in einer Sache bist, dann weißt du das. So, jetzt lernst du langsam dazu und glaubst mehr und mehr. Boah, jetzt hab ich's voll drauf. So wie das Video das wiedergibt, fehlt komplett, warte, ich zeig's euch einmal. So wie das Video das jetzt wiedergegeben hat, würde der Dunning-Kruger-Effekt so aussehen, oder? Es fehlt doch voll viel Information. Es fehlt ja noch all das hier, nämlich du fühlst dich ultra schlau, wenn du eher unintelligent bist. Wenn deine Intelligenz oder deine Bildung in einer bestimmten Sache weiter steigt, realisierst du, krass, so schlau war ich gar nicht. Ich hab erst an der Oberfläche gekratzt, da steckt so viel hinter. Dann fällst du in dieses Loch hier, das Tal der Verzweiflung. Aber, wenn du jetzt Experte in einer Sache bist, bleiben wir bei seinem Photoshop-Beispiel, wenn du jetzt aber jeden Filter auswendig weißt, mit jedem Regler und du weißt alle Hotkeys, du weißt alle Kürze, du bist ultraschnell, so wie ich beispielsweise in meinem Videoschnitt. Ich dachte auch nach ein paar Jahren, boah krass, ich schneide jetzt schon richtig gut. Aber wenn ich jetzt sehe, wie ich jetzt schneide, ich brauche teilweise nur eine Stunde, um so ein ganzes Video fertig zu schneiden, weil bam, wenn Leute mir zugucken, wenn Roxy oder Miles auch beispielsweise, die ja selbst auch Videos machen, wenn die mir zugucken oder Hi, dann denken die auch, ich wäre ballerballer, weil das sieht aus, als wäre ich Flash, weil ich habe halt
den Workflow. Bam, 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 bam. Und je weiter du dich mit der Sache beschäftigst, desto mehr Wissen hast du und dann ist es halt auch wiederum proportional. Denn dann, je mehr du wirklich in die Tiefe gehst, desto mehr weißt du, ey, ich bin in der Tiefe drin, dein Selbstbewusstsein steigt dann halbwegs proportional dazu an. Und das fehlt. Das haben die im Video leider nicht ganz wiedergegeben. Deswegen habe ich mich jetzt hier in der Verantwortung gesehen, euch darüber Bescheid zu sagen. Die Geschichte, die das Dunning-Kruger-Experiment inspiriert hat, ist übrigens ziemlich ausgefallen. Ein Mann schmierte sich Zitronensaft ins Gesicht und überfiel daraufhin eine Bank, weil er dachte, der Zitronensaft würde ihn für die Kameras unsichtbar machen. Dabei hatte der Mann überhaupt keine Ahnung, sondern einfach nur zu hohe Erwartungen an sich selbst und an die Zitrone. Was ein Volltrottel. Nummer 4. An Erinnerungen erinnern. Vielleicht erinnerst du dich noch an schöne Ereignisse aus deiner Kindheit. Sowas wie mit deinen Eltern im Park fangen spielen oder ein unvergesslicher Kindergeburtstag. Aber kannst du dich wirklich so weit zurückerinnern? Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass unser Gedächtnis vollkommen anders funktioniert, als die meisten bisher angenommen haben. Da würde mich interessieren, Chat, wie ist es bei euch? Was ist die früheste Erinnerung, die ihr habt? Beziehungsweise wie alt wart ihr bei eurer frühesten Erinnerung? Jetzt wirklich konkret. Nicht, weil ihr das auf irgendeinem Foto oder Video gesehen habt. Konkret, was ist eure erste, aus eurer Perspektive, Erinnerung? Bei mir ist die früheste Erinnerung, die ich weiß, da war ich Ende 2. 96 dürfte das gewesen sein. Also ich war so kurz vor meinem dritten Geburtstag. 2,5. So 2 bis 3 ist, glaube ich, bei vielen die erste Erinnerung, war. Mein vierter Geburtstag, ja, das ist auch, den weiß ich auch noch ganz genau. Aber Trito sagt 1,5 Jahre, das finde ich heftig. Von 1,5 weiß ich nichts mehr. Kannst du dich konkret erinnern, was da passiert ist? Und du weißt wirklich ganz genau aus zuverlässiger Quelle, dass du da 1,5 warst? Das ist heftig, ey. Falls es stimmt, Respekt auf jeden Fall. Aber guck mal, einige schreiben hier jetzt auch 6 oder 9. Ne? Das gibt's auch. Das funktioniert anscheinend auch echt bei jedem unterschiedlich. Also meine Erinnerung war, das weiß ich genau, anhand dessen, dass meine erste Erinnerung an meine Oma und meinen Opa ist. Wobei diese Oma von meiner Mama-Seite, die ist gestorben, als ich noch vor meinem dritten Geburtstag. Und ich kann mich sehr gut an sie erinnern, deswegen weiß ich, ich war 2. Ich war 2, nee, Entschuldigung, ich habe das gerade durcheinander gemacht. Da war ich wirklich 2. Kurz vor meinem dritten Geburtstag, das war Tobi. Nämlich die Erinnerung, die hatte ich in meinem Draw My Life erzählt, dass ich durchs Haus gerannt bin und meinte, Mama, Mama, Mama. Und dann meinte Mama, psch, dein kleiner Bruder schläft. Weil da kam sie gerade aus dem Krankenhaus wieder. Und da habe ich realisiert, hä, kleiner Bruder? Das weiß ich noch ganz genau. Da hat sie ihn mir gezeigt, irgendwie so im Kinderwagen. Und ich war so, hä? So ein random Baby. ja, und da habe ich dann realisiert, okay, krass, ich habe einen Bruder. Weird. Ja, da war ich kurz vor 3. Aber wirklich das an meine Oma, mein Opa, genau, wo wir da am Tisch saßen. Richtig, Ramon, habe ich ja schon öfter im Stream erzählt. Wo wir am Tisch saßen und ich wollte unbedingt diese Cabanossi von meinem Opa haben und habe ihm einen Hundeblick zugeworfen. Er war so, okay, hier, bitteschön. Da war ich 2. So, vielleicht 2,5, aber auf jeden Fall 2. So, und jetzt würde mich interessieren, was die jetzt im Video dazu sagen. Es ist etwas komplizierter. Wenn du dich beispielsweise an eine bestimmte Situation zurückerinnerst, dann erinnerst du dich in Wirklichkeit nicht an den eigentlichen Moment, sondern an das letzte Mal, als du dich daran erinnert hast. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn du... Du erinnerst dich nicht an den Moment, sondern an deine Erinnerung an den Moment. Ergibt das Sinn? Ja, ich glaube, das ergibt Sinn. Krass. Wenn du dich an diesen Moment zurückerinnerst, dann verändert er sich ein bisschen mehr. Und das geht sogar so weit, bis du schließlich nicht mehr genau sagen kannst, was alles wirklich passiert ist und was du dazu gedichtet hast. Kommen wir nun zu den letzten 3 Punkten. Weißt du, da war mal eine Sache, die ich richtig spannend fand in diesem Video. Wir haben jetzt 6 von 10 Minuten gesehen. Da war ein Fakt, den ich richtig spannend fand. Übrigens, unser Gehirn funktioniert so. Nächster Punkt. Bring doch da ein paar Fakten zu. Das ist voll interessant. Wie funktioniert unser Erinnerungsvermögen? Voll spannend, Alter. Vorher würden wir uns freuen, wenn du ein Abo dalässt und die Glocke aktivierst. Weiß ich nicht, ihr habt mich noch nicht überzeugt. So verpasst du auch keine neuen Videos mehr auf unserem Kanal. Denn ab sofort kommen wieder regelmäßig neue Videos. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Die Nummer 5 ist die kanonische Perspektive. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie verschiedene Objekte, seien es Gegenstände, Räume oder ganze Gebäude, in deiner Erinnerung aussehen? In den 80er Jahren. Auf jeden Fall. Eins in den Chat, wer das kennt. Du erinnerst dich an Orte, in denen du in deiner Kindheit warst. Und wenn du dann als Erwachsener wieder dort bist, denkst du, Digga, ist das alles klein hier. Bei mir war es zum Beispiel so, das alte Haus, das erste Haus, in dem ich aufgewachsen bin, bis ich 6 Jahre alt war. Dann sind wir in das Haus umgezogen, das meine Eltern bis heute haben. Die haben ein neues Haus gebaut und da sind wir dann eingezogen. Das ist das Haus, wo ich sage, das ist mein Elternhaus. Und in diesem anderen Haus ist es so, ich hatte das alles so riesig in Erinnerung. Und als ich 14 oder 15 war, war ich wieder in diesem Haus, weil das hatten dann Bekannte und blablablub. Auf jeden Fall bin ich mit 14 oder 15 wieder in dem Haus gewesen. Einfach winzig. Einfach so winzig. So gefühlt halb so groß nur wie das neue Haus.
ergibt ja auch Sinn. Und die Räume alle auch so klein und die Decken so niedrig und die Wände. Hä? Ich hatte das so riesig in Erinnerung, Alter. Vor Jahren haben sich Wissenschaftler dieser Frage gewidmet und herausgefunden, dass Menschen eine Vorliebe dafür haben, sich alle möglichen Objekte in derselben Perspektive zu merken. So gut wie alles in unserer Umgebung merken wir uns in der sogenannten kanonischen Perspektive. Das bedeutet, dass wir Gegenstände in unseren Erinnerungen nicht von oben oder von der Seite sehen, sondern aus der Vogelperspektive. Also zwar seitlich, aber von etwas oberhalb. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du es ganz einfach selbst ausprobieren. Zeichne einfach. Also so, als würde man das in der Hand halten. Einen beliebigen Gegenstand, zum Beispiel eine Tasse. Wahrscheinlich würdest du sie so malen, dass man sie von der Seite sieht, aber oben noch die Öffnung. Ja, ergibt Sinn, absolut. Zu sehen ist und an der Seite vielleicht noch der Henkel. So oder so ähnlich würdest du sie bestimmt zeichnen, aber auf keinen Fall würdest du sie von oben zeichnen, also einfach nur einen Kreis. Denn wir malen Dinge immer so, wie wir sie im Gedächtnis behalten, nachdem wir sie gesehen haben. Und die meisten Dinge um uns herum sehen wir automatisch aus dieser Perspektive. Aber selbst Hunde oder Katzen, die wir oft von oben sehen, würdest du wahrscheinlich aus der kanonischen Perspektive zeichnen, oder? Nummer 6. Das war auch ein cooler Fakt. Ergibt absolut Sinn, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Cool. 6. Singen lindert deine Angst. Im Auto oder... Absolut, klar, wer kennt's nicht? Eins in den Chat, wer es kennt. Du stehst unter der Dusche und plötzlich denkst du, Digga, da steht ein Serienmörder hinter mir. Ich trau mich nicht nachzugucken, dann singst du einfach. Weil wenn du singst, dann hört das der Serienmörder, oh, du bist da und geht wieder. Weil das laufende Wasser hat er nicht gehört, aber dein Gesang hört er. Oder unter der Dusche zu singen ist eine tolle Möglichkeit, um Angstzustände und Depressionen abzuwehren. Angenommen, du fährst zur Arbeit oder zur Schule und hast heute einen extrem wichtigen Vortrag vor dir. Du hast dich wirklich wochenlang darauf vorbereitet und bist mehr als nur nervös. Wie kannst du dich jetzt am besten beruhigen und innerlich runterfahren? Bei mir war es in der Nacht durch den Wald. Digga, Fabi, da warst du ja noch gruseliger als alles andere. Reicht ja schon, dass du nachts durch den Wald gehst. Aber stell dir vor, da wäre noch wer anders im Wald. Die andere Person hat auch Angst, alleine im Dunkeln im Wald. Und plötzlich hörst du so aus der Ferne... Versuch einfach Folgendes. Mach deinen absoluten Lieblingssong an, dreh die Lautstärke auf und sing mit. Das mag anfangs vielleicht etwas befremdlich klingen, aber Singen flutet dein Gehirn nachgewiesenermaßen mit Endorphinen und Oxytocin. Beide bauen nicht nur Stress ab, sondern verbessern deine Laune auch erheblich. Du wirst dich wohler fühlen, weil dein Herzschlag sich beruhigt und dein Cortisol-Level langsam sinkt. Selbst wenn du nicht der beste Sänger bist, vollkommen egal. Es wird dir deine Angst... Das trifft schon eher, wie ich im Auto sitze, wenn ich Musik höre. Anspannung vor dem anstehenden Vortrag garantiert nehmen. Wenn ich mal Musik höre, dann so. Real Talk, ich habe sogar Videoaufnahmen davon, pass auf. Ablehnung tut weh. Nein! Ablehnung tut weh? Boah, pfui. Wussten die meisten nicht. Beweisaufnahme davon, dass ich wirklich genauso Auto fahre. Wichtig! So, wo waren wir? Psychologische Fakten, da waren wir. Ablehnung tut weh. Angenommen, du lernst am Wochenende jemand Neues auf einer Party kennen. Ihr versteht euch gut, tauscht vielleicht eure Nummern aus und verabredet euch für die nächsten Tage. Wenn du dich kurze Zeit später meldest und noch... Digga, ich fühl diese Musik! ...wegen dem Treffen fragst, dann sagt die Person auf einmal ab. Jedem ist klar, wie mies sich das anfühlt. Einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Aber wieso reagieren wir Menschen eigentlich so empfindlich auf Ablehnung? Evolutionär? Der Grund dafür ist ganz einfach, aber verblüffend. Und zwar registriert unser Gehirn emotionalen Schmerz genauso sehr wie physischen. Beide Arten von Schmerz aktivieren dieselben Rezeptoren und schütten die gleichen Chemikalien aus. Somit ist es kein Wunder... Lie down, try not to cry, cry a lot. ...wenn sich emotionaler Schmerz anfühlt wie 1000 Stiche ins Herz. Ansonsten war's das auch schon für heute. Schreib uns gerne deine Erfahrungen. Ja, aber das weiß doch jeder. Eins in den Chat, wer das kennt, wenn du an eine Sache denkst, die dir so richtig wehgetan hat, dann habt ihr so richtig in der Brust Schmerzen einfach. Und auch im Bauch, je nachdem. Aber das tut einfach richtig... Ah, ihr habt richtig Schmerzen. Das fühlt sich einfach genauso an, wie als hätte euch gerade jemand in den Bauch geboxt oder so. Siehste. Case closed. Und mit dem Thema in die Kommentare. Ab sofort kommen wieder regelmäßig Videos auf dem Kanal. Ja, okay, alles gut. Ich brauche keine 50 Sekunden Abmod gucken. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich mehr erwartet von dem Video. Also hier, die beiden hier waren das. An Erinnerung erinnern und kanonische Perspektive. Die fand ich sehr interessant, aber sonst, boah. Na dann schon lieber mein Video gucken, wo ich den 16 Typen Persönlichkeitstest gemacht habe. Was für eine Art Persönlichkeit bin ich? Bin ich ein Psycho? Bin ich Ballerballer oder bin ich einfach nur ekelhaft? Das erfahrt ihr in diesem Video hier. Einfach draufklicken und anschauen.